Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Dr. Paul. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer im Saal. Herr Goldmann, ich darf da gleich dran anknüpfen. Bei uns gibt es einen Änderungsantrag. Die Antwort auf die europäische Krise kann nur in einer Rückbesinnung auf die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Europa liegen. Europa muss in den Regionen nah am Bürger und direkt demokratisch stattfinden. Europa muss also insbesondere von der Landesebene mit Leben gefüllt und mit Bezugspunkten versehen werden. Und Herr Münchow, Sie haben gerade Herrn Juncker zitiert mit seinem historischen Bezug. Man solle mal die Kriegsgräber besuchen, um sich über die Bedeutung Europas im Klaren zu sein. Ich möchte an der Stelle die Gelegenheit ergreifen und Herrn Juncker mal anzuraten, bezogen auf die Zukunft, sich mal um die europäische Steuergerechtigkeit zu kümmern. Das Agieren der Landesregierungen in der Europapolitik ist grundsätzlich begrüßenswert. Wir halten den Haushaltsansatz im Bereich Europa wie in den Vorjahren für insgesamt gelungen. Als größte Wirtschaftsregion innerhalb der Europäischen Union sollte Nordrhein-Westfalen die Einflussmöglichkeiten auf Brüssel in der Tat nicht reduzieren. Hier genießt Nordrhein-Westfalen als europapolitischer Akteur übrigens einen guten Ruf. Wichtiger ist aber die Teilhabe und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger an den europäischen Prozessen. Hier muss zum Beispiel die Arbeit des Ausschusses der Regionen transparenter gestaltet und stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Im Bereich der internationalen Angelegenheiten und eine Weltpolitik will die Landesregierung ihrer selbst formulierten Verantwortung gerecht werden und stellt nach wie vor stabile Mittel zur Verfügung. Allerdings ist, wie schon in den Vorjahren, in diesem Bereich nicht allzu viel passiert, mal abgesehen von der Aufkündigung der Partnerschaft mit der südafrikanischen Provinz Mpumalanga, nicht unsererseits, sondern seitens der Provinz. Mehrmals wurde im Ausschuss nachgefragt, und wir werden das auch weiterhin tun, wie es mit den Partnerschaften nach dem Mpumalanga aus weitergehen soll. Eine Antwort wäre in Bälde wünschenswert und vonnöten. Meine Damen und Herren, die Landesregierung berüstet sich damit, engagierter Entwicklungsakteur zu sein, stellt aber nur magere 20.000 Euro jährlich für die humanitäre Hilfe zur Verfügung. Und das in Zeiten verheerender humanitärer Krisen weltweit. Dabei sind Partnerregionen wie Ghana und der Nahe Osten unmittelbar betroffen. In den vergangenen Jahren war der Einsatz der Landesregierung auch mal höher. 2008 und 2009 lagen die jährlichen Ausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen bei rund 200.000 Euro. Seit 2012 hält es Rot-Grün nicht für notwendig, mehr als den Kleckerbetrag von 20.000 Euro für Hilfeleistungen aufzubringen. Wir haben daher für das Haushaltsjahr 2015 eine Mittelerhöhung bei der humanitären Hilfe auf 200.000 Euro gefordert, eine moderate Forderung, die von Rot-Grün allerdings abgelehnt wurde. Die Landesregierung und ihre Fraktionen sind hier ihrer moralischen und politischen Verpflichtung nicht gerecht geworden. Allein deshalb können wir dem Einzelplan 02 nicht unsere Zustimmung geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul.